Mein Gehirn ist leicht geschüttelt, meine Nase ist etwas platt und dabei wollte ich doch nur elegant, elfengleich und voller Elan übers Eis gleiten, um für mein Team Polen einen guten Start zu holen. Was das angeht, muss ich meine Taktik wirklich noch einmal überdenken, konnte die Promi-Blondine bei Instagram schon wieder scherzen. Doch die Verletzung ist wohl etwas zu heftig, um an diesem Samstagabend live bei ProSieben an den Start zu gehen. Ein Foto, das Bild.de vorliegt, zeigte den Moment des Aufpralls. Bodecki flog voll auf die Nase, ihre Arme halfen ihr nicht. Sie landeten neben dem Sportutensil in der Leere, konnten nicht abfedern. Ihr Gesicht drückte sich unweigerlich in das sportliche Hindernis. Ihr Helm half auch nicht. Die Nase wurde offensichtlich gestaucht, ihr Schädel musste den Wumms einstecken. Nach 7 Jahren findet die kultige Wok-Pfannen-WM wieder bei ProSieben statt. Austragungsort ist Winterberg im Sauerland. Einen weiteren Ausfall hat die Show bereits zu verzeichnen. TV-Total-Moderator Sebastian Puffpaff erlitt einen vierfachen Rippenbruch und fällt aus. TV-Star Manni Ludolf vertritt ihn im 1er-Wok, den Puffpaff eigentlich selbst fahren wollte. Ein Dschungelcamp-König wird übrigens für Bodecki in den Wok springen. Filip Pavlovic wird am Sonnabendabend ihren Platz im Einzelwok einnehmen. ProSieben wünscht gute Besserung, teilte der Sender gegenüber Bild mit. Und wie geht es der 34-Jährigen? Am Freitagabend zeigte sie sich bei Instagram mit einem Sack Eis vor der Nase.
Thank you.